Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebes TL und liebe Gäste. Ich bin der Cedric und bevor der Philipp mit seiner Predigt loslegt, darf ich euch noch zwei Informationen ankündigen. Die erste ist, dass wir heute um 11 Uhr nach dem Gottesdienst eine Live-Schaltung haben, die wir das Foyer-Hangout genannt haben. Dazu gibt es einen Zoom-Link in der Infobeschreibung. Wir treffen uns in kleinen Gruppen zusammen, online, und ihr könnt euch dann einfach wie gewohnt nach dem Gottesdienst austauschen mit euren Freunden und Bekannten. Ihr müsst euch dann allerdings den Kaffee selbst machen, den können wir leider nicht mehr für euch machen, aber dafür können wir trotzdem etwas Gemeinschaft haben. Dann die zweite Information sind einmal unser Daily Prayer, welches von montags bis freitags ist, immer um 12.30 Uhr mit dem Philipp zusammen. Einfach live, wo ihr auch eure Gebetsanliegen vorbringen könnt und mit dem Philipp dann darüber reden könnt. Dann haben wir um 20 Uhr von montags bis freitags mit der Gudrun zusammen auch nochmal ein Live-Gebet. Das findet ihr alles in der Infobeschreibung, die Links dazu. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr uns noch finanziell unterstützen könnt mit einem PayPal-Link. Den findet ihr jetzt hier eingeblendet im Video. Den einfach mit dem Handy scannen und dann einen beliebigen Betrag an uns spenden. Genau, Bankverbindung steht auch noch unten, falls ihr kein PayPal habt, dass ihr auch einfach eine normale Überweisung machen könnt. Dann übergebe ich das Wort an den Philipp. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Bis bald. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am Sonntag oder wann immer du dieses Video hier anschaust. Wir stecken mittendrin immer noch in Corona-Zeiten und ich habe mir heute eigentlich haben wir uns alle gefreut auf den Markus Oppermann aus Baden-Baden, der hierher kommen sollte zum Predigen. Wir haben heute diese Woche miteinander telefoniert und haben es irgendwie für gut empfunden, dass er nicht kommt und er dann im Herbst kommt, wenn wir uns hoffentlich wieder gemeinsam treffen können zum Gottesdienst. Und deswegen sitze ich hier, euer Pastor, vor der Kamera und habe heute eine Predigt für euch vorbereitet, wo ich wirklich glaube und hoffe und bete, dass die in dein Leben reinsprechen kann und du tatsächlich in deinem Leben etwas veränderst. Ich habe die Predigt überschrieben mit Gewohnheiten verlassen. Und diese Woche hat jemand zu mir gesagt, hey Philipp, langsam gewöhne ich mich an die neue Art zu arbeiten. Homeoffice, Videokonferenzen, mein Arbeitspensum ist wieder genauso hoch, wie es vorher war. Diese Woche hat auch jemand zu mir gesagt, als ich sie gefragt habe, hey, wie geht's dir mit eurem kleinen Baby, das irgendwie die Nächte nicht durchgeschlafen hat? Und die Person hat gesagt, du Philipp, weißt, man gewöhnt sich an alles. Und es ist tatsächlich so, dass wir Menschen irgendwie so Gewohnheitstiere sind. Wir fahren immer auf demselben Weg auf die Arbeit. Wir sitzen ganz gerne auf dem gleichen Platz in Bus und in Bahn. Wir nehmen ganz oft auf der Arbeit auch dasselbe Klo. Vielleicht ist dir noch nie aufgefallen, aber meistens geht man auf dasselbe Klo. Und wir sind irgendwie so richtige Gewohnheitstiere, weil Gewohnheiten, die bringen uns Sicherheit und die geben uns auch irgendwie Raum, über Dinge nachzudenken, weil man muss nicht drüber nachdenken, was man macht. Und mit Gewohnheiten ist es ja irgendwie so, dass man mal was ausprobiert hat, hat es für gut empfunden und dann gibt es einem Sicherheit und dann bleibt man da dabei. Und es ist auch überhaupt nicht schlecht, dass man gute Gewohnheiten auch gerne eintrainiert und dabei behält. Wir sind Gewohnheitstiere. Das Problem ist nur das, dass es auch in unserem geistlichen Leben auch so ist, dass wir uns gewisse Gewohnheiten antrainieren. Die können gut sein, die können aber auch schlecht sein. Wenn es zum Beispiel darum kommt, wie wir Zeit mit Jesus verbringen, wie wir beten, wie wir Gott anbeten, wie wir die Art und Weise vielleicht auch, wie wir über uns selber denken oder wie wir über Gott denken, wie wir über das Leben denken, wie wir über andere denken, wie wir über die Kirche denken, über die biblischen Wahrheiten, dann haben wir im Laufe der Jahre und in unserem Leben mit Jesus, vielleicht bist du ganz kurz dabei, vielleicht auch schon lang dabei, haben wir gewisse Verhaltensmuster uns eintrainiert. Und die können gut sein, die können aber auch schlecht sein. Vielleicht kennst du das, und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, und deswegen glaube ich auch, dass es alle kennen, dass du dich manchmal so ein bisschen selber verurteilst, weil du den eigenen Anspruch, den du an dir selber irgendwie hast, wie es so ein christliches Leben vielleicht auszusehen hat, dass du dem nicht genügst und du bist frustriert und es scheint, als ob du dich irgendwie nur von Situation zu Situation vorwärts hangelst und schleppst und obwohl du Zeit mit Gott verbringst und betest und auch immer wieder in der Bibel liest, fühlt sich das noch nicht so an, als ob es wirklich das Leben wäre, zu dem du berufen worden bist und zu dem ich berufen worden bin. Wir wollen ja mehr von Gott.
Und ich habe jetzt beim Nachdenken für die Message heute wie so den Impuls gehabt, dass es, ich glaube, dass der Schlüssel zu geistlichen Siegen und auch zur echten tiefen inneren Freude, zur Zufriedenheit, zu wirklich einem tiefen Frieden, ist gar nicht so sehr, dass wir uns mehr nach Gott ausstrecken, sondern was ich und was du, was wir bereit sind, Gott zu geben. Wo wir bereit sind, Raum in unserem Herzen zu schaffen, Luft in unserem Herzen zu schaffen, damit Gott dann nachher einziehen kann. König David beschreibt es so wunderschön im Psalm 24, als er sagt, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist es, der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Ich glaube, damit Gott bei uns einziehen kann, müssen meine alten Sachen, die da irgendwie noch rumlungern, auch alte Gewohnheiten, raus. Man könnte auch sagen, alte Gewohnheiten müssen uns verlassen. Alte Wege müssen wir aufgeben und neue beschreiten. Was ich sagen will, was mir unglaublich auch auf dem Herzen ist und was mir diese Woche irgendwie auch eingefahren ist, ist Folgendes noch. Wir, Treffpunkt Leben, sind eine gesunde Kirche, wir sind eine aktive Kirche, wir sind eine große Kirche, wir sind eine treue Kirche, wir sind eine geisterfüllte Kirche und wir sind eine siegreiche Kirche. Nicht, dass wir das vergessen, aber damit wir noch gesünder werden, noch aktiver, noch größer, noch treuer, noch geisterfüllter, noch siegreicher, als ganze Gemeinschaft, kommt es auf jeden Einzelnen an. Es kommt auf mich und es kommt auf dich drauf an, wie wir geistlich gemeinsam unterwegs sind. Du bist tatsächlich gefragt. Als Kirche wurden wir ja gezwungen, jetzt die alten Gewohnheiten, wie wir Gottesdienste feiern, zu verlassen. Wir sind gezwungen, neue Wege zu gehen. Und du bist jetzt auch gerade zu Hause und nicht hier im Gottesdienstraum. Und ich möchte sagen, dass wir uns ganz bewusst entschieden haben, als Pastoralteam, auch als Gemeindeleitung, dass wir euch zu Hause nicht einen fix fertigen Gottesdienst liefern, mit Worship, mit Gebet, mit Psalmen und was man alles machen kann und Predigt und noch ein Abschlussgebet und noch Kollekte und Aufruf und so, weil wir denken, dass es eine Chance ist, für dich zu Hause einen eigenen Gottesdienst vorzubereiten, wo du aktiv werden musst, wo du dir selber Lieder raussuchst. Ne? Wir schicken euch einen Ablaufplan mit verschiedenen Ideen, mit Gebeten, mit Psalmen, mit Liedern. Aber wo du selber aktiv werden musst, wo du selber beten sollst, wo du selber worshipen musst zu Hause, wenn du Gitarre, Klavier oder Xylophon spielen kannst. Und wenn du kein Instrument spielen kannst, dann fordern wir dich heraus, such dir doch eine Playlist zusammen und werd aktiv zu Hause. Wir sind nicht so Fan davon, einen fixfertigen Gottesdienst zu machen, wo du dann nachher wirklich tatsächlich noch im Pyjama unter der Bettdecke liegst, mit einem Kaffee in der Hand und dir das Ding reinziehst, nur konsumierst. Wir glauben daran, dass diese alte Gewohnheit, die wir hatten, jetzt eine neue Chance bildet, wo ganz viele Leute aktiv werden müssen, um selber einen Gottesdienst zu gestalten. Und ich möchte dich gerne herausfordern, falls du das doch nicht machst, probier das doch mal, die alten Wege zu verlassen und was Neues auszuprobieren. Nutz die Zeit und eigne dir neue geistliche Gewohnheiten an. Ich würde gerne heute Morgen kurz eine Message machen und dir zwei Impulse mitgeben, wie man vielleicht geistliche Gewohnheiten in deinem Leben ändern kann. Und der Bibeltext, der diesem Gedanken zugrunde liegt, der liegt in Römer 12. Und dann würde ich gerne zwei persönliche Beispiele aus meinem eigenen Leben erzählen, was mir so in den letzten Wochen passiert ist und wie ich geistliche Gewohnheiten verändern konnte. Paulus schreibt in Römer 12 Folgendes. Er sagt, ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wenn du jetzt irgendwo sitzt und jemand sitzt neben dir, dann klopf ihn doch an und sag, Erneuerung deines Sinnes. Und dann schreibt Paulus weiter, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Schlagwort hier ist Erneuerung eures Sinnes. Und alte Hasen, die schon ewig im christlichen Glauben unterwegs sind, die wissen, dass dieses griechische Wort, was Paulus hier benutzt, Metamorphoste ist. Das ist ein Partizip, eine Aufforderung, ein Befehl,
wo Paulus sagt, unsere Gedanken sollen sich metamorphisieren, also verwandeln. Von einer Raupe zu einem Schmetterling, eine Metamorphose mitmachen. Von etwas, was war, zu etwas ganz Neuem. Und es ist tatsächlich so, und es ist auch in deinem Leben so, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Du bist nicht perfekt und ich bin nicht perfekt. Du bist nicht die geilste Socke und ich bin nicht die geilste Socke. Wir dürfen was in unserem Alltag verändern. Paulus holt uns da vom hohen Ross runter und es ist tatsächlich so. Es ist nicht meine Aussage, es ist Gottes Aussage, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die sind veränderungswürdig, wo wir noch wie so eine Raupe rumwurschteln und wir dürfen gerne zum Schmetterling werden. Einige von euch wissen es schon und sind vielleicht von der anderen Seite vom Pferd geflogen. Die sind gar nicht auf dem hohen Ross, die sind schon ganz lange runtergeflogen und liegen auch ganz tief. Vielleicht bist du so jemand, der oft denkt, dass du nichts kannst, dass du nichts bist, dass dich keiner lieb hat. Und auch da braucht es eine Erneuerung von deinem Sein, damit Gottes Wahrheiten in dein Leben kommen können. Beides ist falsch, beides ist eine Lüge. Beides bedarf das Verlassen alter Gewohnheiten und beides bedarf, dass Gott aufräumt und gewisse Dinge rausgeschmissen werden aus unserem Herzen und neue Wahrheiten, die lebendig sind und ewig in unser Herzen einziehen. Was können wir Gott geben und was sollen wir Gott geben? Paulus spricht hier ganz explizit am Anfang hier von unserem Körper und dann aber auch von unserem ganzen Leben. Er meint also unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper und unseren Willen. Ich würde euch gerne zwei Geschichten erzählen und die anwenden nachher auf dein Leben und auch auf mein Leben, wie man tatsächlich eine geistliche Erneuerung in seinen Gedanken hinbekommt. Und beide Geschichten haben etwas mit der Hilde zu tun. Das ist mein schöner alter Mercedes, mit dem ich ins Büro fahre. Und beide haben was mit Treffpunkt Leben zu tun. Die erste Geschichte geht darum, wie wir unsere Gedanken erneuern können. Es ist so, dass ich jeden Tag von Dullach, wo ich wohne, hierher in den Grünwinkel fahre. Das ist ein anderer Stadtteil von Karlsruhe. Und ich fahre da immer über die Südtangente. Das geht so 10 Minuten. Ich mache das manchmal viermal am Tag. Also ich gehe ins Büro, und dann gehe ich zum Mittagessen wieder heim, und dann fahre ich wieder ins Büro und dann fahre ich wieder heim. Und vor einer Weile lang habe ich schon mal beobachtet, dass auf diesen Brückenpfeilern, wenn man auf der Südtangente fährt, verschiedene Brückenpfeiler sind, irgendjemand so ein Graffiti hingesprüht hat, wo drauf steht FJK. Und da ich früher selber Graffiti gesprüht habe und selber immer mit Tags unterwegs war, habe ich mir am Anfang gar nicht viel dabei gedacht. Ich habe FJK, das kann so ein Kürzel sein, wie so eine Unterschrift, das machen so Graffiti-Leute gerne, die haben so einen Künstler-Tag. Ich hatte früher DIR oder Rosine, also wenn ihr irgendwelche Züge seht mit DIR oder Rosine, ich war es nicht. Und es hat überhaupt nichts zu bedeuten gehabt für mich damals. Das war einfach nur, ich fand, das konnte man gut schreiben. Und so habe ich das am Anfang auch gedacht, als ich immer FJK gesehen habe, als ich hin und her gefahren bin jeden Tag. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, was könnte das denn? Könnte ja auch irgendwas bedeuten? Was könnte das bedeuten? Und dann kam bei mir ein Sinn, FJK wird wahrscheinlich bedeuten FU Karlsruhe. Also F, Pünktchen, 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 U Karlsruhe. Und es war tatsächlich so, dass ich immer, wenn ich nach Hause gefahren bin oder ins Büro gefahren bin, ich immer an diesen Pfeilern vorbeigekommen bin, nicht jeden Tag, aber regelmäßig, ich dieses Tag gesehen habe, FJK, und immer gedacht habe, da hat jetzt jemand geschrieben FU Karlsruhe. Und am Anfang hat es mich gar nicht so genervt und dann irgendwann habe ich gedacht, hey, das gibt's doch nicht, welcher Depp, ja, taggt hier sowas hin und macht meine Stadt fertig, FU Karlsruhe. Und irgendwann habe ich mich selber aufgeregt, weil immer, wenn ich hin und her gefahren bin, immer dieser Fluch eigentlich in meinen Kopf kam. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, hey Philipp, das geht so nicht weiter. Du musst deine Gedanken in Bezug auf FJK ändern. Und bin dann eines Tages wieder mit meiner Hilde die Südtangente lang gefahren, habe mir überlegt, was könnte das denn noch bedeuten? Und habe dann gedacht, okay, cool, hey, komm, wir bleiben beim Englischen. Wir machen aus FU Karlsruhe for your kingdom. Für dein Reich. Das ist besser, das ist viel besser. Auch das, was ich für Karlsruhe empfinde, for your kingdom, was ich auch für meine Zeit empfinde, die ich investieren möchte mit meinem Leben. Und jetzt ist es so, wenn ich nach Hause fahre, hin und her, auch viermal am Tag manchmal,
und ich komme an FU Karlsruhe vorbei, wird es ein Gebet für mich, wo ich sage, das ist for your kingdom. Gott, was ich hier mache, auch wenn die Besprechung schwierig war, auch wenn die Leute schwierig waren, auch wenn ich heute einen schlechten Tag habe oder wenn es zu Hause schwierig war, ich fahre daran vorbei und sage, Herr, es ist für dein Reich. Meine Gedanken haben sich verändert. Ich wollte das nicht und habe zu mir gesagt, es geht so nicht, dass ich die ganze Zeit so denke, wenn ich in die Arbeit fahre und wieder nach Hause komme. Das ist doof. Ich muss das ändern. Und es war relativ einfach, das zu ändern, einfach kurz innehalten und nachzudenken. Ich möchte dich fragen, wenn du an dein eigenes Leben denkst, gibt es Gedanken in deinem Leben, die Veränderung brauchen? Vielleicht siehst du eine Person und denkst immer das eine oder irgendwas und du denkst immer das andere. Gibt es irgendetwas in deinem Alltag, in deiner Gedankenwelt, wo du sagst, ich brauche hier Veränderung? Was ist vielleicht in deinem Alltag dran, wo du sagst, das muss ich verändern? Musst du dich vielleicht eventuell hinsetzen und mal nachdenken, wie du diese Gedankenmuster durchbrechen kannst und ändern kannst? Vielleicht hilft dir auch irgendwie eine gedankliche Stütze, ne? Knoten im Taschentuch oder irgendwelche Steine in der Hosentasche oder irgendetwas, die dir dabei helfen. Ich möchte dich herausfordern, etwas anzugehen diese Woche, wo du eine Metamorphosis in deinen Gedanken hinlegen kannst, einfach nur, weil du dich hingesetzt hast und gesagt hast, das ist doof, das geht so nicht, ich will es ändern. Die zweite Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte, geht über eine praktische Erneuerung, also um eine Erneuerung des Handelns und des Tuns. Wo jetzt der Schlüssel war für eine gedankliche Erneuerung, wo man irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ich will das nicht, so ist es auch ähnlich bei einer situativen Veränderung, wo du sagst, ich möchte mein Verhalten ändern. Es geht wieder um die Südtangente. Es ist so, dass wir sind ja Gewohnheitstiere, habe ich vorher schon gesagt. Und es ist so, seit ich in Karlsruhe wohne, fahre ich immer die gleiche Strecke. Ich gehe aus dem Haus und dann fahre ich auf die Südtangente, auch die rechte Straße, nicht die linke Straße. Und dann fahre ich die Südtangente entlang und dann fahre ich auch immer die eine Ausfahrt. Ich mache auch immer das Radio an, es kommt immer die neue Welle, weil in meiner alten Hilde kommt nichts Neues rein. Und dann knatter ich los und fahre dann ins Büro. Alltag. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, Philipp, wenn du den Weg nimmst, nicht deinen, bist du schneller im Büro. Und ich habe das irgendwie für mich so abgespeichert, weil ich habe auch so dominante D-Anteile in meinem Leben und da geht es immer um Effizienz, wie kann man etwas besser und schneller machen. Habe aber nie den neuen Weg gemacht. Ich habe immer einfach, ne, Alltagstrott, immer das Alte gemacht. Vor kurzem habe ich dann unserem FSJer, dem Cedric, mein Auto ausgeliehen, die Hilde, für 2 Tage. Und wir haben dann abgemacht, dass er mich am Mittwoch abholt, morgens um 8:30, um ins Büro zu fahren. Und der Cedric ist dann auch gefahren. Ich habe mich dann als Beifahrer dahingesetzt. Und der Cedric ist auch auf die Südtangente gefahren, wie ich immer fahre. Und als wir dann an meiner Ausfahrt uns genähert haben, habe ich gemerkt, der Cedric, der biegt da nicht ab bei meiner Ausfahrt. Und ich wollte ihm im Auto noch sagen, hey Bro, hier geht's raus. Bis mir eingefallen ist, der Cedric, der ist hier aufgewachsen im Grünwinkel. Das ist sein Neighborhood. Ja, das ist seine Hood, der kennt sich aus. Und dann ist er dann die nächste Ausfahrt raus. Und dann ist er den Weg gefahren. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Und das Krasse an dem Weg war, da hat es keine Ampeln. Wenn ich von der Südtangente normalerweise abbiege, habe ich noch 3 Ampeln, bis ich im Büro bin. Und die sind ja natürlich immer rot. Ne? Und diesen Weg, den der Cedric gemacht hat, gar keine Ampeln. Und ich dachte, hey krass, das mache ich morgen auch. Ich fahre morgen den neuen Weg über die Südtangente im Cedric sein Style. Naja, habe ich mich ins Auto gesetzt am nächsten Tag. Bin wieder losgetuckert auf die Südtangente. For Your Kingdom vorbeigefahren. Neue Welle angemacht. Schön 80 auf der linken Seite, dass mich kein LKW überholen kann. Und bin dann an meiner Ausfahrt wieder rausgefahren. Ne? Alle 3 Ampeln wieder mitgenommen, wieder ins Büro. Und als ich im Büro war, habe ich gedacht, ey, du wolltest doch den anderen neuen Weg fahren. Okay, und ich muss euch sagen, am nächsten Tag bin ich wieder auf die Südtangente, wieder an For Your Kingdom vorbei, aber wieder meine Ausfahrt genommen. Es hat tatsächlich wirklich eine Woche gebraucht, bis ich zum ersten Mal die neue Route gefahren bin. Eine Woche hat es gebraucht, bis ich zum ersten Mal die neue Route gefahren bin. Wenn man diese Idee jetzt von einer veränderten Handlung, ich schätze vielleicht ein bisschen plump oder salopp, aber ich glaube, dass in unserem geistlichen Leben das super gut anwendbar ist. Schau mal, gedankliche Erneuerung ist irgendwie einfacher. Aber praktische, seine Handlungsweise zu verändern, da braucht es Konzentration,
Da muss man früh dran denken, da muss man planen, da braucht es einen Willen, da braucht es dranbleiben, wenn es nicht geklappt hat, da braucht es Wiederholungen. Und das Tolle ist, dass wenn man das mal gemacht hat, und das war jetzt auch so bei der neuen Route, dann entdeckt man neue Dinge. Also ich habe in der neuen Route neue Dinge entdeckt. Ne? Es gibt keine Ampeln, es gibt aber eine Vorfahrtsstraße, wo ich gemerkt habe, da muss ich aufpassen, dass mir keiner in die Seite reinfährt. Es gibt nette Ecken, es gibt aber auch hässliche Ecken. Nichts Schönes. Und ich glaube, in unserem Leben ist das auch so. Wenn wir anfangen, unsere Verhaltensweise zu verändern, dann entdecken wir neue Dinge in unserem Leben. Dinge, die vielleicht schön sind, aber vielleicht auch Dinge, die nicht schön sind. Wenn du gedankliche Gewohnheiten verlässt und dann auch wirklich dein Handeln veränderst, dann wirst du tatsächlich vielleicht Dinge entdecken, die verschüttet waren, die auf einmal hochkommen, die vielleicht nicht sonderlich schön sind oder aber die wunderbar sind. Vielleicht kommt was wirklich Schönes davor. Für beides gilt aber, wenn du dein Verhalten geändert hast, dass du beides Gott im Gebet hinhältst. Hau raus, was nicht da sein soll. Mach deine Herzenstüre weit auf, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wenn es mal nicht klappt, bleib dran. Vielleicht geht es einen Tag, zwei, drei, eine Woche, einen Monat. Bleib dran, lass nicht locker. Gerade wenn es um deine Handlungsweise geht, um dein Verhalten geht, um Verhaltensmuster, dann braucht das manchmal einen längeren Prozess. Da braucht es das Eingreifen und das Wirken vom Heiligen Geistes. Da braucht es immer wieder das Hinhalten von unseren Dingen, wo du möchtest, dass Jesus verändert. Es erfordert deinen Willen, deine Konzentration, dein Frustpotenzial. Und manchmal braucht es auch Hilfe von außerhalb, von anderen Menschen. Und ich möchte dir sagen, falls es in deinem Leben so ist, es gibt Menschen, die dir gerne helfen möchten, die um dich herum sind. Mach einfach die Augen auf. Vielleicht sitzt sie ja im Moment sogar schon neben dir. Eine Änderung in deinem Verhalten geht aber nur, wenn du zuerst deine Gedanken verändert hast. Das ist so, also das Verhalten verändern ist sozusagen die Königsdisziplin. Die Geschichte vom verlorenen Sohn im Lukas 15 ist eine ganz gute Gedankenstütze und ein ganz gutes Motiv, das sich auf unser Leben vielleicht kopieren lässt. Der Herr Jesus erzählt dann diese Geschichte vom verlorenen Sohn und er sagt da Folgendes im Lukas 15, die Verse 17 bis 20. Das sagt er, also der verlorene Sohn, er kam zu sich selber. Der verlorene Sohn ist abgehauen von zu Hause, hat alles Geld, was er als Erbe bekommen hat, mit Huren und mit Sauferei, mit Party auf den Kopf gehauen. Und dann irgendwann hat er Hunger gehabt, weil eine Hungersnot ausgebrochen ist. Und dann war er bei den Schweinen als Schweinehirte und musste die Schweine hüten, durfte aber nicht das Schweinefutter essen. Und da sagt Jesus hier, also der verlorene Sohn, kam zu sich selbst und sprach, hey, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Erstmal denkt der verlorene Sohn über seine Situation nach. Der sagt, hey, da wo ich bin, das geht nicht. FU Karlsruhe geht nicht. Ich muss was ändern. Und was er dann aber macht und was entscheidend ist, auch für dein Leben und für mein Leben, wenn wir unser Verhalten ändern möchten, ist folgender Satz. Da heißt es nämlich, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihm sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist der verlorene Sohn, er denkt nach. Er kommt zu sich selber und sagt, hey, was mache ich hier? Bei meinem Vater ist es viel besser, selbst die Tagelöhner haben was zu essen. Dann macht er einen Plan, sogar ganz genau, was er sagen möchte. Und dann macht er sich auf den Weg und setzt den Plan in die Tat um. Vom verlassenen, vom alleine gelassenen und verlassenen Schweinehirten zum wiederhergestellten Erben in einem Tag oder von Raupe zu Schmetterling in einem Tag. Bei Gott ist nichts unmöglich, auch in deinem Leben. Ich würde gerne schließen und dir Folgendes auch noch als Tipp mitgeben. Wenn du Dinge hast in deinem Alltag, wo du sagst, gedanklich, ich würde die gerne verändern, oder wenn du Verhaltensmuster hast in deinem Leben, wo du sagst, ich würde die gerne verändern, dann würde ich dir raten, nimm dir nicht zu viel vor. Mach eins nach dem anderen. Nimm dir etwas nur für diese Woche vor. Manchmal ist es so, dass wir alles wollen und weil es zu viel ist, machen wir gar nichts. Nimm dir etwas vor. Eine Gewohnheit, ein Gedankenmuster, eine Handlung, die sich immer wieder wiederholt, aber nicht, die nicht wiederholungswürdig ist, und mach dich auf den Weg von Raupe zu Schmetterling.
Eventuell bist du gerade jetzt da, wo du das anhörst, in einem geschützten Rahmen und schaust die Predigt vielleicht an mit Freunden, mit deinem Ehepartner vielleicht. Dann, wenn ich jetzt gleich in 5 Minuten fertig bin, dann habe ich eine Hausaufgabe für euch. Redet doch miteinander. Nehmt euch kurz gemeinsam Zeit, um auszutauschen. Wo hat es denn Muster in deinem Alltag, die du gerne verändern möchtest? Nenn sie beim Namen. Und dann betet gemeinsam und bringt sie vor Gott. Und dann fragt euch doch gegenseitig, hey, kannst du mir helfen? Kannst du nächste Woche mal wieder nachfragen, wie es mir mit dem und dem und mit dem und dem geht? Zum Abschluss möchte ich jetzt noch sagen, wir als Treffpunkt Leben, wir fahren auf Sicht. Gestern hat unsere Bundesregierung ja gesagt, dass wir bis zum 4. Mai höchstwahrscheinlich keine Schule haben. Wir gehen davon aus, dass es mit den Gottesdiensten ähnlich ist. Wir beobachten die Situation und reagieren dann situativ darauf. Pastor Markus hätte hier sein sollen von Baden-Baden. Nächste Woche sollte Graziano Ganji hier sein von der Life Church in Karlsruhe. Ich weiß es noch nicht, ob das stattfindet. Wir fahren auf Sicht. Vielleicht sitze ich hier auch wieder nächste Woche und wir machen an diesem Bibeltext weiter vom Römer 12. Wir wissen es nicht genau. Aber was wir wissen, ist, dass wir eine gesunde Kirche sind, dass wir eine aktive Kirche sind, dass wir eine große Kirche sind, dass wir eine treue Kirche sind, dass wir eine geisterfüllte Kirche sind und dass wir eine siegreiche Kirche sind. Und dass wir immer mehr zu dem werden, was Gott für uns vorgesehen hat, weil wir gemeinsam und gerne die Gewohnheiten, die nicht wiederholungswürdig sind, in unserem Leben angehen, Gott einbeziehen und sehen, wie er uns verändert durch seinen Geist von der Raupe zum Schmetterling. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald. Zacke, boom, fertig. Ich bin eigentlich hier eingebaut in der Predigt, hä?